Schon wieder hier. Schon wieder verzeugt. Ja. Hello, guys. Schon wieder einer, der Hallo sagt. Diesmal nur nach. Guys, the boy Bandercast coming at you again. Diesmal nur in einer anderen Sprache und ein bisschen verrauschter. Irgendwie will der Butter den Boy? Oh, Boy? Nee. Oh, nee, Gott sei Dank. Den brauchen wir jetzt noch. Are you kidding me? Die Frage, ob der uns wiedererkennen würde am Namen. Weiß ich nicht, spätestens wenn ich ihm von hinten wieder einen Kopfschuss gebe, dann schon. Ich glaube, den würde ich aus Prinzip echt sofort erschießen, damit der mich killt in der nächsten Runde, dann killt er dich wieder und dann sind wir wieder los. Ob die gleiche Taktik normal funktioniert? Ich weiß ja nicht. Ja, ein Versuch ist wert. Ich kann dann wieder Doc nehmen und ihm hinterherlaufen und gucken, ob er mich wieder erschießt. Wenn ich dann erschieße, dann mich halt in der nächsten Runde und dann ist er auch raus. Oder was soll's? Nee, wenn er mich nicht erschießt, ja, dann nicht. Dann hat er ja nur dich. Einmal. Muss er dich zweimal erschießen. Ja, ja, aber ich würde auch gehen. Ah, die sind in diesem. Okay. Matratzenraum und dieser Passagierraum. Dann ist ja gut, dass ich unten bin und erstmal einen Weg nach oben finden muss. Was hat der sich denn dabei gedacht? Du hast alles gemutet, da kommst du hier nicht durch. Wir haben ja nur eine Bombe gefunden bisher, ne? Ja, ja, die andere ist Matratzenbombe. Hm, da steht Mute. Ja, der Bandaquast hat die Defusionsanlage. Wir flipsen, lass mal die beiden Schildis vorgehen, glaube ich. Ich hab ja nur mal die Tür aufgemacht. Die gehen einfach so nach rechts, da checkt keiner das Office, ne? Ah doch. Ja, Flips. Doch, ja. Der Flipsen denkt mit, sehr schön. Lass mal dir auch schön vorgehen. Wir räumen nur hinter denen auf. Ich stelle dir mal eine Claymore hin, falls einer da durch die Luke und dann um die Ecke gesprintet kommt. Ja, aber hier ist nicht so geil. Hier ist es interessanter. Ich bleib mal noch ein bisschen hier und guck mal, ob an der Treppe sich was tut. Kam tatsächlich einer die Treppe hoch. Hat sich's Warten doch gelohnt. Ich hab Cavera von oben weggeholt. Unsere beiden Schildmenschen sind tot. Nein. Lass mich mal drohen. Nichts überstürzen. Nee. Da liegt der Diffusor. Da stehen zwei Schilde in der Tür. Ah, der ist da in diesem kleinen Eckraum an der Markierung. Naja, hat es versucht. Wollte gerade sagen, lass mich das auffusen, die Wand, aber. Wenn er natürlich schon zum Sterben rauskommt. Nehmen wir das auch. Ja. Die beiden Schildis waren nicht schlecht, aber die haben halt echt nicht nach hinten gedeckt. Null. Cavera kam von oben vom Cockpit, da habe ich sie weggeholt. Und die haben sich nur auf den. Muss man aber fairerweise sagen, als Schildi würde ich das auch nicht machen. Da würde ich erwarten, dass die anderen nach hinten absichern. Weil du kannst dich halt nicht so hin und her drehen so schnell und bist halt schon ein bisschen eingeschränkt. Das ist richtig. Man sollte sich doch versichern, dass dann wenigstens auch jemand da ist, der einen absichern kann. Ja. Naja gut, aber haben wir ja, ne? Ich habe den einen von unten von der Treppe da, ich weiß nicht, den einen von der Treppe noch erwischt. Da kam Legion die Treppe hochgepoltert. Ja. Gut, wenn die Frage, ob er die Claymore gerannt wäre, muss man nicht mal riskieren. Nee, er ist rausgelaufen, dann habe ich auf ihn geschossen und ich glaube, er hat aber die Claymore gesehen, weil er ist wieder zurück in die Treppe runter und dann habe ich ihn weiter befeuert und habe ihn. Uiuiui. Habe ihn dann erwischt. Wenn die Claymore nicht gewesen wäre, wäre er vielleicht weitergelaufen oder so. Weil er war schon so ein bisschen am Zurücklaufen, als ich gefeuert habe. Weiß jetzt nicht, ob mein Schießen das getriggert hat oder. Weil er die Claymore gesehen hat. Ja, gut, keine Ahnung. Das ist ja egal, Hauptsache weg. Ja.
seconds and counting. So sieht's aus. Bomb located by op 4. This will be fun. A little tomato. Na, guck mal, wo kommen sie denn? Da. Richtung Küche. Sehr schön, habe ich gerade zwei Elaminen platziert. Ah, da ist gerade deine Schwester ist gerade da. Die Bitch. Nein, Blitz. Und ich renne auch noch auf einen Meter ran. Dass die ja nicht streut. So scheiße. Da kann er mich echt einfach wegholen. Scheiße. Da habe ich doch Granaten als Ela. Ich bin auch so dumm, ey. Da steht Glass. Was? Ying ist auch hier bei mir. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ja, klar. Sicher. Ying ist so gut wie tot. Der Mute, der hat durch ein Bullauge rausgeguckt und Glass stehen sehen auf der Tragfläche eine ganze Zeit. Dann hat er C4 genommen, ans Bullauge geworfen und gezündet, hat natürlich nichts bewirkt. Dann hat er weiter aus dem Bullauge rausgeguckt auf Glass und dann wurde er von Glass erschossen, weil der halt da durchschießen kann und irgendwann kriegt er mit, dass da einer ist, ne? Wo ich mich echt frag, was soll das? Weißt, also das mit dem C4 war schon strange, ja, weil die Seitenwand vom Flugzeug aufsprengen mit C4. Ja, vor allem selbst wenn ich jetzt schnell mal vor, will er denn... Ach, komm. Also das war jetzt schon auch ein bisschen, weiß ich nicht. Wollte er das C4 auch durch die Scheibe werfen, bis zur Tragfläche, direkt hinter seine Füße. Nee, er hat es schon nach vorne, er hat es nicht so hoch gezielt. Also hat's schon. Aber Glass gehört hier auch genervt fürs Flugzeug. Ja, also entweder gleich recht für alle mit den Scheiben oder halt nicht. Richtig. Ja. Er wird nicht eine besondere Waffe haben, die extra stark ist oder so. Ich meine, Scharfschützengewehr ist stärker, aber das Fenster ist doch kein Panzer. Ich meine, gut, das ist so eine Präsidentenmaschine, aber trotzdem, ne? Da wird aber ein Panzerglas, wird's Panzerglas haben, dann hilft auch kein Scharfschützengewehr. Weil davor soll es ja schützen. Ja. Ah, der Präsident kommt, hört mal die Plexischeibe raus. Komm, viel geiler. Oder sie sollen Verteidigern die Möglichkeit geben, die halt zuzuhängen, diese Blenden dazu zu ziehen oder so, dass man die wenigstens manuell irgendwie dann Sichtschutz machen kann an die Fenster oder irgendwas, ja. Weil es gibt ja diese Blenden hier, manche sind ja zu, ne? Ja, stimmt. Lustigerweise sind auch alle die zu, wo eh kein Glas hinkommen könnte. Und eigentlich würden wahrscheinlich Terroristen, die dieses Ding übernehmen, auch alle Blenden zumachen, damit die Leute von außen nicht sehen, wo die sind. Sollte man annehmen, ne? Oh, Kap kann fallen an den Türen. Alles klar. Hier wir haben zwar keine Schildis dabei. Hier war jetzt eine ganz unten gerade montiert. Okay, alle markiert. Oh, wir haben unseren Glass-Typen draußen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt. Ich finde es ziemlich unfair. Ja, insbesondere, weil man nicht mal gehockt, also sicher ist, ne? Also, wenn man wenigstens gehockt nicht mehr gesehen werden könnte von Glass oder so, aber... Oben ist irgendwo was, ich höre was. Ich mache mal hier rechts die Claymore. So die Tür irgendwie aufmachen, weil ja. Der läuft da einfach durch, todesmutig. Was Unerfahrenheit auch manchmal nett sein kann, ne? Macht sich da gar keinen Kopf. Ja, glaubst du, ich schieße jetzt hier für dich die Tür auf oder was? Du bist so bescheuert, ey. Immer ruhig, immer ruhig. So.
Soll ich hier die Wand aufmachen? Sei so gut. Ja, okay. Aber mal reingeholzt. Oben ist, glaube ich, einer. Das ist dieser Raum mit der Leiter nach oben, ne? Ja. Da ist auch drin weggeholt worden. Ich mal drohen. Jäger. Hier direkt hinter der Wand, wo du bist, ist einer. Lass mich da mal. Nein, ich treff nix. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte aber ein Visierchen, sonst nicht. Ey, ich habe jetzt echt. Guck mal hier. Links daneben, rechts daneben, drüber, links, rechts, kreuz, quer. Das ist so schlecht. Mann, Mann, Mann. Naja, aber gewonnen ist gewonnen. Das war aber taktisch ganz cool, weil er hat sich auch nicht mehr rausgetraut, weil die andere Wand ja auch schon offen war, ne? Und dann hat er nur an seiner Ecke gekauert und gehofft, dass es schnell vorbei ist. Mami! Ja, so ungefähr. Der geht in diesen Seitenschrank und erwartet, dass ich ihm die Tür aufmache. Also die Wand wegsprengen. Ist der bescheuert oder was? Ich weiß nicht, ob er das erwartet hat, aber. Naja, ich habe die Wand gepinkt und ist dann einfach rumgepimmelt. Ach so. Ist er die Wand gepinkt, habe ich nicht gesehen. Mhm. Ist irgendwie so aufgeregt, weil er so dumm ist. Nein! Wieso verstärkst du das? Nee, der sprengt das auf. Komm, Philipp, hau ab hier. Ich will nicht mitarbeiten. Reinforcements in place! Im Keller. Versucht die gerade durch den Keller zum Laufen. Sensor activated. Oh, scheiße. Schildtyp durch den Keller umlaufen. Tolle Idee. Die haben mir gut eingegeben, die beiden Schwänze. Dass sie überhaupt auf einmal zurückgerannt sind, mich so gewundert. Monty ist der Letzte, alles klar. Hier unten ist er. On my position. Montagne. Oh, jetzt hat er mich noch geflasht, aber es ging mal gerade gut. Dann ist aber Blitz. Nee, da hat eine Granate geworfen. Ah, okay. Ist immer noch bei euch. Ja, ja. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Ja, siehst du, hat doch funktioniert. Immer nicht so aufregend. Das hat mit dem gut funktioniert. Der hat dich schön gelockt. Das war richtig gut. Haben wir doch mal was geschafft.
Okay, bei 13,5% mal drehen. Mit 20,5. Leider nicht getroffen. Ne, ich auch nicht. Ja, das lief ja schon mal ein bisschen besser.